Ich habe mir im Laufe meines ganzen Lebens, speziell in den letzten Monaten, zunehmend sehr viele Gedanken gemacht zu unserer Welt, wie wir sie hier auf unserem Planeten Erde erleben. Viele Gedanken auch zu den Menschen auf diesem Planeten Erde. Es finden dramatische Veränderungen statt innerhalb der Prozesse, die ein humanes Zusammenleben der Menschen ermöglichen. Diese Veränderungen drohen den Menschen zu entwürdigen, beziehungsweise tun dies schon und dies schon lange. Viele Menschen in Gruppen oder auch alleine mühen sich redlich, diese schädlichen Veränderungen zum Wohle der Menschen zu beeinflussen. In meiner Lebensphilosophie, in meiner Philosophie überhaupt, ist das Wichtigste in dieser Welt, das wichtigste Gut, die wichtigste Ressource, sagt man modern, das wichtigste Gut, möchte ich sagen, ist die Liebe. Liebe ist die purste und reinste Form der Energie, über die alle Menschen verfügen. Und dennoch mangelt es allenthalben an allen Ecken und Enden der Welt an Liebe, an bedingungslos geschenkter Liebe. Liebe schenken beginnt in der kleinsten Zelle, die Menschen miteinander bilden. Sie beginnt zwischen zwei Menschen, in der Familie, im Freundeskreis, mit allen Menschen, die des Einzelnen Mitwelt und Umwelt bilden. Liebe geben bedeutet kommunizieren. Die meisten Menschen haben nie gelernt, richtig zu kommunizieren. Sie haben wohl vieles gelernt und sich angeeignet, was ich als kristallines Wissen bezeichne, Fachwissen, wissenschaftliches Wissen, literarisches Wissen, künstlerisches Wissen, technisches Wissen. Aber die Übung im weichen Wissen, in der Emotionalität und damit zusammenhängend natürlich in der Kommunikation ist oft und meist auf der Strecke geblieben. All mein Wissen nutzt mir nichts, wenn ich es nicht in meiner Kommunikation weitergeben kann, so weitergeben kann, dass mein Gegenüber es auch verstehen kann. Man kann nicht kommunizieren, hat der von mir geliebte Paul Watzlawick gesagt. Somit wird ständig kommuniziert, in jeder Sekunde des Lebens in einer Weise kommuniziert, die den meisten Menschen nicht bewusst ist. Und weil dem so ist,
scheitern die meisten Kommunikationen. Laufen die meisten Kommunikationsvorgänge schief, laufen aus dem Ruder oder laufen ins Leere. Und Liebe wird durch Kommunikation transportiert. In vielen Stufen. Innerhalb des Systems Menschheit haben sich in den letzten Jahrzehnten die Kommunikationswege und Kanäle stark verändert und erweitert. Auch die hochtechnologisierte elektronische Welt hat zu einer Beschleunigung der Möglichkeiten der Kommunikationswege geführt, dem oder denen die meisten Menschen nicht gewachsen sind. Defizite in der vorher schon bestandenen Kommunikations- und auch Wahrnehmungsfähigkeit schlagen hier besonders krass durch. Die Lieblosigkeit, aber auch oft die Respektlosigkeit in der Kommunikation auf elektronischem Wege ist nach meiner Wahrnehmung erschütternd. Kurzum, es mangelt an liebevoller und respektvoller Kommunikations- und Wahrnehmungsfähigkeit an allen Ecken und Enden im System Menschheit. Daraus folgt für mich, und das belegt auch meine jahrelange persönliche Erfahrung, dass Beeinflussung der ganz vorgenannten negativen Veränderungen, die Menschen entwürdigend sind, nur geschehen kann, wenn Menschen ihre Kommunikationsfähigkeit und ihre Wahrnehmungsfähigkeit erweitern. Wenn sie lernen, im kleinsten Bereich zwischen Menschen, zwischen zwei Menschen in einer kleinen Gruppe miteinander liebevoll zu kommunizieren und qualitätsvoll wahrnehmen können, auf allen Kanälen der Kommunikation, auf den elektronischen und vor allem auch auf den verbalen, persönlichen Kommunikationen. Und Qualitätsfülle in Wahrnehmung und Kommunikation bedeutet und setzt voraus Empathiefähigkeit allem voran. Wahrhaftigkeit und bedingungslose Ehrlichkeit sind im Fundament einer qualitätsvollen Kommunikation. Kommunikation lässt sich lernen. Techniken der Kommunikation und der Wahrnehmung kann jeder Mensch sich aneignen. Die Übung, die ständige Übung danach führt zur Meisterschaft. Es lässt sich vergleichen mit dem Erlernen des Autofahrens. Zunächst muss ich mich stark konzentrieren auf die Vorgänge der Bedienung eines Wagens, der Schaltung, der Bremse, des Gasgebens etc. Im Laufe der gefahrenen Kilometer verinnerlicht der Körper all diese Bewegungsabläufe, dass sie zu einer Selbstverständlichkeit werden. Kommunikation lernen ist ein lebenslanger Prozess und führt bewusst getan zu Fähigkeiten, eben Kommunikation als Weg zu benutzen, um liebevoll und respektvoll Prozesse zu bewirken, zu steuern, zu initiieren und auch zu einem Erfolg zu führen. Ich habe dies mein Leben lang getan und die Hälfte meines Lebens sicher ganz bewusst, und ich habe mich im Laufe
dieser vielen Jahre zu einer Meisterschaft gebracht. So sehe ich die Möglichkeiten meiner Mitwirkung in Gruppen und Organisationen, Teilhabe an Prozessen, darin, anderen Menschen zu helfen, besser zu kommunizieren und besser wahrnehmen zu lernen, auf allen Kanälen, die ihnen zur Verfügung stehen. Dies also sei mein Angebot, meine Beteiligung betreffend. Und ganz klar verfolge ich damit keinen monetären Zweck, sondern das, was ich gebe an Wissen und Erfahrung, gebe ich liebevoll und in der Hoffnung, dass ich beitragen kann zu einer funktionierenden und erfolgreichen Umsetzung von Ideen zur Änderung im System. Ich habe ganz bewusst die Büste des Cicero ausgewählt, da Cicero ja einer der ganz großen Meister der Kommunikation in der Antike war.